Hallo zusammen und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101, wollte ich gerade sagen. Nee, zu Let's Play Pokémon Karmesin natürlich. Wir werden heute die Prüfung von Tara angehen, der nächsten Top 4 Mitgliederin. Verdammt, der Satz hat nicht hingehauen. Egal. Mal schauen, was sie für uns in petto hat. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die letzte Prüfung hat mir sehr gefallen, war schön innovativ. Ich hoffe, dass das hier heute auch wieder so sein wird und wir melden uns direkt mal hier am Tresen an. Willkommen auf dem Küstenplatz. Wir sind das Team von Tara von den Top 4. Ah, du musst Aradon sein. Du bist hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Die Teilnahmegebühr für die Top 4 Challenge beträgt auch hier 50 BP. Ist das in Ordnung für dich? Ja, haben wir ja spielend erreicht und können wir bezahlen. Vielen Dank, hiermit bestätige ich deine Teilnahme an der Top 4 Challenge. Tara, hier ist ein Herausforderer für dich. Komm schon. Ah, du bist es, Aradon, wie schön. Dann lass uns doch gleich zum Austragungsort meiner Challenge gehen, hm? Okay, was wird sie jetzt mit uns machen? Ich bin sehr gespannt. Vielleicht irgendwas, was zum Typ Fee auch passt. Danke, dass du extra zum Küstenplatz gekommen bist. Ist ja auch echt schön hier, muss man sagen. Tut mir echt leid, dass ich gegen deine Teilnahme an der Blaubeerliga war. Zum einen hat es einfach nicht den Regeln unserer Schulordnung entsprochen. Aber hauptsächlich wollte ich dich nicht in das momentane Chaos in der Liga AG verwickeln. Wie auch immer, der Zug ist abgefahren. Also machen wir einfach das Beste draus, ja? Die Challenge, die ich mir ausgedacht habe, ist ein Pokémon-Quiz. Oh. Die Regeln sind einfach. Ich stelle dir 5 Fragen zum Thema Pokémon. Wenn du alle korrekt beantwortest, hast du die Challenge bestanden. Möchtest du das Pokémon-Quiz beginnen? Ich weiß zwar nicht, ob ich da jetzt so gut abschneiden werde, weil, naja, mein Pokémon-Wissen ist nicht mehr das, was es mal war. Aber wir können es ja versuchen. Supi, dann bereite ich mal alles vor. Schluck. Bühne frei für das allseits beliebte Pikachu. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Das Elektro-Pokémon Pikachu ist dafür bekannt, in seinem Körper Strom erzeugen zu können. Aber in welchem Teil seines Körpers speichert es die erzeugte Elektrizität? Wähle einfach den Körperteil aus, den du für die richtige Antwort hältst. Okay, guter Deutsch, super übersetzt. Ja, speichert natürlich in den Backen, das wissen wir ja. Ist aber interessant gemacht, also ist nicht so ein Larifari-Quiz. Richtig, Pikachu speichert Elektrizität mit Hilfe der Taschen in seinen Backen. Diese Bäckchen sind so rund und niedlich, dass man sie immer zu liebevoll kneifen will. Man muss dann allerdings damit rechnen, einen klitzekleinen Stromschlag zu bekommen. Nun denn, weiter geht's zur nächsten Frage. Sieh dir mal dieses Blutzug an. Es ist größer, als man sich es vorstellen würde, oder? Das tut seiner Knuffigkeit und Fluffigkeit aber keinen Abbruch. Kommen wir zur zweiten Frage. Selbst in den dunkelsten Nächten kann Blutzug einen seiner Körperteile als Radar nutzen, um die Umgebung zu scannen. Aber weißt du auch welchen? Wähle einfach den Körperteil aus, den du für die richtige Antwort hältst. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Und Augen, das wird es nicht sein. Hände wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Werden bestimmt die Antennen sein, nehme ich mal an. Oh. Hoppla. Knapp daneben ist auch vorbei, aber ich kann verstehen, warum du das dachtest. Ich gebe dir einen Tipp, der gesuchte Körperteil ist ziemlich groß. Die Augen? Tatsächlich, okay, interessant. Kann man ja noch richtig was lernen hier heute. Ja, das ist richtig. Blutzug setzt seine großen Augen als Radar ein. Dass es Dinge sehen kann, die uns Menschen verborgen bleiben, macht es irgendwie noch putziger, findest du nicht auch? Und weiter geht's zur dritten Frage. Oh. Wie wäre es nach dieser anstrengenden Frage mit einer Tasse Tee? Oder drei? Ich präsentiere die drei Fatalité-Geschwister. Diese Stimme ist irgendwie anstrengend auf Dauer. Hier kommt die dritte Frage.
Wusstest du, dass Vata Vitae sich gern in Tassen niederlassen, die berühmte Antiquitäten sind? Es befinden sich allerdings viele Fälschungen im Umlauf. Diese Tassen lassen sich nur schwer von den Originalen unterscheiden. Nur eines von diesen drei Fatalité bewohnt ein Original und befindet sich in seiner Originalform. Kannst du mir sagen, welches? Oh. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich versuche gerade einen Unterschied festzustellen. Kannst du dich mal drehen? Nee, okay. Oh Gott. Woran erkennt man das? Ich sehe wirklich gerade den Unterschied nicht, ne? Vielleicht bin ich auch einfach nur blind und dumm zugleich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sehe wirklich überhaupt keinen Unterschied. Das war jetzt geraten. Aber vielleicht kriegen wir ja die Auflösung. Richtig. Ein Fatalité an seiner Originalform erkennt man an der Markierung auf der Unterseite der Tasse, die du hier nicht so wirklich sehen konntest. Aber egal ob Originalform oder Fälschungsform, alle Fatalité sind gleichermaßen drollig. Weiter zur nächsten Frage. Kommen wir nun zum Meteor-Pokémon Meteno. Es tritt in verschiedenen Formen auf, Farben. Sieh dir dieses rötliche Meteno ganz genau an. Okay, meine Kleinen, kudert fröhlich durcheinander. Supi, dann kommen wir zur vierten Frage. Welches davon ist das rötliche Meteno, das ich dir zuerst gezeigt habe? Ja, das hier. Ist echt ganz cool gemacht eigentlich. Es ist nicht nur ein Quiz, sondern das ist auch so ein paar Minispiele zwischendrin immer mal. Also es wird immer ein bisschen was anderes abgefragt. Das ist ganz cool. Richtig, du hast es erkannt, obwohl es in seiner Meteorform angenommen hatte. Gut aufgepasst. Meteno sind so putzig. Wusstest du, dass ihre Farbe von ihrer Nahrung bestimmt wird? Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Dann schaffen wir sogar den Kampf heute. Cool. Oh. Schau mal, da kommt Granbul, ein weiterer süßer kleiner Racker. Dieses entzückende Granbul ist Teil meines Pokémon-Teams. Es ist immer an meiner Seite. Die fünfte und damit letzte Frage hat mit meinem Knuffelchen hier zu tun. Mein Granbul ist brav, sensibel und absolut bezaubernd. Kannst du mir sagen, welchen seiner Körperteile ich beim Mittagsschlaf als Kissen benutze? Das haben wir erfahren von einem Trainer in der letzten Folge. Nämlich den Bauch. Richtig. Ich benutze total gern den Bauch meines Granbul als Kissen. Sein Bäuchlein ist so weich und kuschelig. Haben wir es uns erstmal gemütlich gemacht, schlafen wir beide nur ein. Ich dachte erst, es handelte sich um einen Relaxo, aber nein, dem ist nicht so. Und hiermit ist das Quiz beendet. Du hast alle 5 Fragen richtig beantwortet. Naja, die eine im zweiten Versuch erst, aber okay. Supi, das heißt, herzlichen Glückwunsch, Aradon. Du hast meine Top 4 Challenge bestanden. Wunderbar. Und dann können wir jetzt direkt in den Kampf übergehen. Lass uns zum Platz zurückgehen. Boah, ist das eine schöne Kulisse. Gefällt mir richtig gut. Du hast meine Top 4 Challenge bestanden und dir damit das Recht verdient, im Kampf gegen mich anzutreten. Möchtest du, dass wir gleich jetzt gegeneinander kämpfen? Yes. Wir haben unser Team bereits eingerichtet, da kann eigentlich nicht viel passieren. Okay, dann lass uns mal unsere Position einnehmen. Die Frage ist, ob sie jetzt wirklich mit reinen Fee-Pokémon hier an den Start geht oder ob sie irgendwelche Überraschungen für uns bereithält. Man weiß es nicht genau. Mal sehen. Ja, hier sollte ich gut stehen. Die Regeln besagen, dass ich mich vorstellen muss. Also, ich bin Tara von den Top 4.
Es ist so ungewöhnlich, von jemandem herausgefordert zu werden, der auf eine andere Akademie geht. Ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen perplex deswegen, aber ich werde meine Gefühle nicht unseren Kampf beeinflussen lassen. Okay, mal sehen. Du solltest wissen, dass ich vorwiegend Pokémon vom Typ Fee einsetzen werde. Die Fee-Pokémon sind so rosa und bezaubernd, einfach umwerfend süß. Harte und ätzende Sachen passen gar nicht zu ihnen. Kein Wunder also, dass die Typen Gift und Stahl ihre größten Schwächen sind. Ja, erzähl mir das am besten gleich noch. Oh, tut mir leid. So jemand wie du weiß das sicher alles schon längst. Jedenfalls sollte dir klar sein, dass ich mich nicht zurückhalten werde. Was auch immer passiert, eine Lektion wirst du auf jeden Fall aus diesem Kampf mitnehmen. In Niedlichkeit verbirgt sich gewaltige Stärke. Dann zeige mir diese Stärke doch mal. Tara von den Blaubeer-Top 4. Und sie beginnt mit Elfhuhn und direkt mit ihrem Granbull. Und wir haben beide Typen jetzt hier parat, sowohl Stahl als auch Gift. Diesmal trete ich dir als Mitglied der Top 4 entgegen, also setze ich mein reguläres Team ein. Stimmt, wir haben ja schon mal gegen sie gekämpft. Ah. Oh, das war jetzt extrem praktisch, dadurch, dass Adrian den Neutralschmuck trägt, kann sein Angriff nicht verringert werden und das ist extrem praktisch. Okay, wie gehen wir hier vor? Ich würde sagen, Gengar geht mal auf Elfhuhn und Adrian mit Sternenhieb auf Granbul. Ach, verdammt. Der Lichtschild. Das ist jetzt richtig, richtig blöd. Gerade gegen Gengar, wow. Trotzdem so viel Schaden gemacht. Krass. Wie erwartet, ziehst du auf unsere Schwachpunkte ab. Dann ziehe ich jetzt andere Seiten auf. Oh nein, es war nur der Fokusgurt, der das Ding beschützt hat. Interessant. Dann hätte Gengar das Teil tatsächlich trotz Lichtschild gekillt. Heftig. Und Granbul hatte gegen den Sternenhieb keine Chance. Das war schon mal eine exzellente erste Runde. Jetzt kommt Lamus. Oh. Ah, das wird ein bisschen mehr aushalten wahrscheinlich. Trotzdem bleiben wir bei unserer Taktik. Rückenwind kommt jetzt. Also das Elfhuhn von ihr ganz klar in der Supporter-Position. Die werden jetzt eventuell schneller sein als Lucario. Müssen wir mal sehen. Nee, noch nicht. Psychokinese, das ist schlecht. Verdammt. Und tatsächlich ist Gengar jetzt auch gestorben. Okay, Espinodon ist heute eine sehr schlechte Idee. Deswegen gehen wir mal auf Maskagato. Oh, Primarene. Cooles Pokémon, das passt auch zu ihr. Muss ich an der Stelle mal sagen. Das passt wirklich zu ihr. Das ist die Frage, was wir jetzt machen. Ich gehe mal auf Sternenhieb trotzdem. Mondgewalt. Ja. Der gottverdammte Unlichttyp wird uns da zum Verhängnis. Oh. Das kann unseren Angriff erhöhen? Cool. Gut zu wissen. Ich sollte irgendwen nehmen, der schnell ist, aber ich habe niemanden, der schnell ist. Schon gar nicht, wenn das Primarine den Effekt von Rückenwind noch hat. Okay. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Das ist alles relativ egal eigentlich. Ich gehe mit Mondgewalt erstmal auf Lamus und mit Sternenhieb auf Primarene. Oh Gott, ey, Spukball, ist das dein Ernst? Das Ding hat ja wirklich gegen alles was. Umso besser, dass wir es jetzt besiegt haben. Trotzdem, ja, hat Gardevoir nicht lange überlebt. Ich spiele mit dem Gedanken, jetzt langsam die Terra-Kristallisierung von Adrian zu benutzen. Hokusan. Ein Pokémon aus Schwert und Schild, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Sturzflug bitte auf Lamus. Und Adrian setzt jetzt die Terra-Kristallisierung ein.
glaube, die haben wir bei ihm noch nie gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie uns jetzt den Sieg bringen wird. Verzierung, was macht das denn? Angriff steigt stark. Oh mein Gott, also so langsam muss das Lamos wirklich weg. Und es lebt leider immer noch. Und es trägt auch noch eine Beere. Ach du meine Güte. Flammenwurf, das ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. Wenigstens ist der Lichtschild mittlerweile weg und auch der Rückenwind ist weg. Trotzdem, haben wir jetzt halt nur noch ein Drachen-Pokémon. Das ist jetzt auch nicht so gut. Aber immerhin kann der eine Stahlattacke. Stalobor. Stalobor? Warum das denn? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das Ding eine Feuerschwäche und das werden wir jetzt auch versuchen zu nutzen. Gegen Lamos. Was machen wir gegen den jetzt? Eigentlich ist der ja nicht Typ Fee, oder? Ich greife ihn jetzt mit Großklingenstoß an. Aufgepasst! Mit dem Terra-Kristallherz steigern wir unsere Niedlichkeit ins Unermessliche. Oh-oh. Oh-oh. Auf welches Pokémon? Auf das Stalobor. Und es wird jetzt zu Typ Fee. Aber kann der überhaupt eine Fee-Attacke erlernen? Facegrab? Ja, toll. Espinodon. Verdammt. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Ja, das wird nichts. Wow, okay, krass. Also tatsächlich müssen wir uns hier geschlagen geben. Sie hat gewonnen. Heftig. Okay, da müssen wir wohl die Taktik ein bisschen ändern. Also Gengar wurde ja sehr leicht hier weggeklatscht. Was echt nicht so toll ist. Tja, hätte Gengar jetzt eine Gift-Terra-Kristallisierung, wäre das ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich packe dann mal Maskagato nach vorne. Einfach mal um so ein bisschen... nicht direkt meine kompletten Trumpfkarten auszuspielen. Das Lamos ist auf jeden Fall ein riesiges Problem. Also sobald das reinkommt, müssen wir eigentlich mit allem, was wir haben, dagegen vorgehen. Weil das ist ja wirklich sehr, sehr unschön. Ich möchte mal ganz kurz was nachgucken. Und zwar würde ich mal gerne nach... Oh Gott, wie hieß denn die Stadt nochmal? Mesclara City, glaube ich, war das, gehen. Dort, wo dieses Restaurant war, und würde gerne mal gucken, wie viele Terra-Kristallsplitter wir denn theoretisch bräuchten, um den Terra-Typen eines unserer Teammitglieder zu ändern. Ah, direkt richtig rausgekommen, sehr schön. Also so wie ich das in Erinnerung habe, waren das relativ viele, die man hier benötigte. Aber wir können ja mal gucken. Warte mal, ging das hier hinten? Ah ja. Ich habe gehört, du hast Daiyogi geschlagen. Sehr beeindruckend. Für so großartige Kunden wie dich bereite ich ein ganz besonderes Gericht zu. Eins, mit dem sich der Terra-Typ eines Pokémon ändern lässt. Dafür benötige ich allerdings eine Zutat namens Terra-Stück. Besuche mich, wenn du ein paar davon in die Finger bekommst.
Achso, hier hast du noch 50 vom Typ normal. So, jetzt mal angenommen, ich würde zum Beispiel Gengar nehmen. Was? Nee, nicht zu normal. Ich will... Ja, was? Gar nichts. Ich will einen anderen Terra-Typen ändern. Normal, Feuer. Also brauchen wir 50 oder wie oder was? Ja, wie viele haben wir denn? Ah, hier unten. Drache, Geist, Gift. Ja, von Gift haben wir auch relativ viele, aber wir haben halt nicht genug. Wir haben wirklich nur von Typ Feuer und von Typ Normal genügend Terra-Stücke. Ja gut, dann behalten wir die uns mal im Hinterkopf, werden versuchen, die weiter zu sammeln, falls wir mal irgendwas ändern müssen. Und dann werden wir in der nächsten Folge nochmal an den Kampf mit Tara rangehen müssen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die so tough ist. Die sieht ja auch immer so unscheinbar aus. Aber sie hat uns weggefegt und in der nächsten Folge werden wir mal versuchen, sie erneut herauszufordern und dann schauen wir mal, ob wir das dann vielleicht hinbekommen. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und natürlich auch vielen Dank an meine Kanalmitglieder, vor allem an Manuel und an Basti. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns gern, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder bei unserer Revanche gegen Tara. Und ja, möge der Fee-Typ uns beistehen oder so. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.